Glück auf und herzlich willkommen zu Combat Mission Black Sea in der Mission Vanguard. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker und ich würde sagen, wir legen gleich los. Beim letzten Mal sind wir auf das eine oder andere Problem gestoßen und wie wir das lösen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber es kommt auf jeden Fall eins der Wirkmittel zum Tragen. Da bin ich mir schon ganz einig drüber, dass wir viele von euch zu Recht feiern, nämlich Rauch. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch rüber in die Mission und vorher in den Rückblick sehen mal zu, was wir heute so lösen können. Nun gut, beginnen wir hier auf der rechten Seite. Das allererste, was wir tun werden, ist Pop Smoke. Ich will mal was gucken. Das wird knapp. Okay. Also wir versuchen hier mit dem Panzer erstmal Entlastung zu schaffen. Wir dürfen nicht zu dicht ran, weil sonst unsere Drehflügler unsere eigenen Jungs aufs Korn nehmen. Wenn hier die Assets ein bisschen stärker in dem Bereich legen. Pop Smoke. Und dann verdünnisieren wir uns da. Absetzen. Das hat keinen Sinn, an der Stelle zu bleiben. Gut, wenn die Panzer hier drüben dann später in Position sind, werden wir hier vorgehen auf die Anhöhe, auf diese Baumreihe. Das heißt, vorerst lassen wir es jetzt hierbei.
ein Panzervernichtungstrupp hier ausgliedern, an der Stelle halte ich leider für nur bedingt hilfreich. Panzer so im Nahkampf halte ich natürlich auch nur für bedingt, aber ich hoffe einfach, dass wir da den Gegner durch unsere besseren Sichtgeräte schneller erwischen. Wahrscheinlich wird es ein Ding für die Fußtruppen sein. Wir kämpfen nach Süden. Wo kommt der Wind? Kommt von Westen, drückt den also rüber. Gut, so machen wir's. So machen wir's.
one down! Here it comes! Here it comes! Copy! Everyone down! Engaging from the south. Lay down some covering fire. Aim firm! Ja, hier hat unser Panzer jetzt schon 2 Treffer eingesteckt, aber so wie ich das sehe, keine Schäden davon getragen. Wir werden jetzt also hoffen, dass er im Gegenschuss dafür jetzt den feindlichen Panzer ausschaltet. Mal gucken. Den lassen wir hier clear und hier rüber. Das hat mit den Rauchgranaten wieder, weil keine Einheit so richtig funktioniert, ist jetzt halt so. Der Heli kümmert sich aktuell lieber um die Kräfte hier unten, soll er tun. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Kampfpanzer hätte, würde ich den jetzt hier an der Stelle vorbringen. Könnte sich jetzt höchstens überlegen, hier auf breiter Front vorzugehen, aber meine Befürchtung ist, wenn wir hier auf breiter Front vorgehen, machen wir hier die Seitenpanzerung, die ja deutlich schwächer ist, auf theoretisch sollten die hier ihn irgendwann sehen können. Theoretisch. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir das Duell hier gewinnen, weil wir einfach das bessere Fahrzeug haben. Und dass unsere Drohnen dann im Gegenzug hier etwas sehen und vernichten können. Wir haben noch keine Sicht. Sonst hätte man sich jetzt überlegen können, auch hier per Artilleriefeuerbefehl, die ich hier natürlich ausgerechnet das First Platoon HQ hingeschickt habe, war jetzt vielleicht auch nicht die größte Idee aller Zeiten, aber es hilft nichts. Wir müssen mit den Mitteln arbeiten, die wir haben. Und es hilft dann auch nichts, jene Wattekiste zu packen. Ja, hier habe ich offensichtlich ein kleines Verkehrsproblem erschaffen. Ohne das zu wollen. Dann haben sie sich gegenseitig blockiert und der eine ist jetzt festgefahren. Wenn es nur der eine ist, kann ich damit leben. Schlecht wäre es, wenn es am Ende mehr als ein Fahrzeug ist, was sich hier festfährt. Aber eigentlich müssten wir uns hier nur so ein bisschen auseinanderfächern, ne?
Wäre nicht schlecht. Machen wir so. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich hätte da gerne mehr Mittel, die wirken, aber... Ja. Du hier in den Wald rein. Aber das geht halt aktuell auch hier noch nicht so gut. Das hier bremst uns jetzt einfach aus, weil die jetzt hier aus der Flanke wirken können. Und durch diesen Flankenangriff kann der Gegner dann gegebenenfalls uns nerven. Die haben auch schon zwei abgeschossen. Die möchte ich jetzt aber gleich an einer anderen Stelle einsetzen, und zwar hier oben. Weil wir ja hier Feindpanzer haben, die nur zurückgefallen sind, die wir nicht vernichtet haben. Dass wir die schon mal weiter angehen, würde ich sagen. Na gut, dann schauen wir mal. Abort, we're taking too much damage.
Ja, offensichtlich habe ich hier vergessen, den Befehl wieder zu löschen und fahre jetzt hier unglücklicherweise mit meinem Panzer schon aus der Deckung. Ist zum Glück nichts passiert. Was jetzt allerdings auch vorgekommen ist, wir sehen, dass der Gegner führt neue Kräfte heran, vermutlich gepanzerte Kräfte. Die haben jetzt dafür gesorgt, dass unser Bradley dort, weil er angelasert worden ist, raucht und ausweicht. Bedeutet für uns auch hier primär, wir müssen diese Richtung jetzt hier sehr im Blick behalten. Ja, keine Line of Sight. Bringt uns also nur bedingt was. Er sagt, da kann er nicht hingucken, weil er hier in dieser Senke steht. So weit vor wollen wir natürlich nicht, weil wir immer noch hier mindestens zwei MBTs drin haben, weil wir haben Glück gehabt, dass der andere uns nicht richtig treffen konnte. Wir sehen, dass nur die Tracks sind beschädigt. Ansonsten ist alles gut. Stehen hier halt wirklich mittendrin im Wald. Schon doof. Die Helis haben beide ihren. Die auch, ist ja witzig. Versuchen das nochmal. Jeweils 7 Minuten ist natürlich extrem lang. Vier Minuten. Den Bereich können wir gar nicht so groß wählen. Die werden jetzt weiter vorfahren. Minuten ist natürlich echt lang. Niemanden, der hier irgendwie schneller. Quarter Company, 8 Minuten. So Team. Nee, viel schneller wird's wohl nicht, Freunde. Ja. Dann macht Object Tiger. Und versuchen es mit der Drohne. Und der Infanterie. Da vielleicht rankommen zwei Panzervernichtungstrupps.
Vielleicht findet ja auch der Panzer noch den einen oder anderen, aber ich glaube nicht. Ihr könnt jetzt hier rüber und dann werden wir hier mit dem Squad, mit dem Third Squad unter Bigelow, werden wir das Ding hier versuchen zu sichern, werden versuchen, die Situation hier auf der linken Flanke zu entschärfen. Vielleicht klappt es nicht. Mal schauen. Ja, machen wir das noch. Ja, unser Panzerchaos ist hier schön zu sehen, aber tatsächlich denke, wenn wir im nächsten Zug die dann jagen lassen Richtung Faceline Red,
und den Fokus tatsächlich sehr auf die linke Flanke legen, könnten wir da den Gegner vernichten, der sich aktuell vorbewegt. Und die sind auch noch nicht so in der Gefahr, dass sie Flankenschüsse von hier oben bekommen. Letztendlich stellen sie dann den Schulterschluss her, wie geplant. Und dann haben wir quasi ein durchgehendes Element hier auf der rechten Seite mit jeder Menge geballter Panzerkraft. Deswegen in dem Sinne bin ich jetzt nicht übermäßig in Panik, dass hier Artillerie runterkommt, bedeutet, dass wir diese Position hier verlassen müssen. Das ist nur halb so schlimm. Ich denke, das kriegen wir hin. Ohne große Probleme. Wir haben ja auch hier tatsächlich noch einen gewissen Mobilitätsfaktor vorhanden. Das heißt, hier auf der rechten, auf der linken Flanke, Entschuldigung, ziehen wir uns dann quasi ein. Das war ja von Anfang an so geplant bei stärkerer Gegenwehr. Und werden dann halt so sehen, dass wir hier beim nächsten Mal Richtung Faceline Red uns vorbewegen. Damit bin ich aber alles in allem eigentlich ganz zufrieden mit dem heutigen Part und würde sagen, wir machen den Deckel drauf, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was sagt ihr zu der Geschichte? Denkt ihr, das entwickelt sich hier zu einem Problem oder nicht? Und ich wünsche euch ansonsten noch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis denn dann. Glück auf und hallo nochmal. Ja, das letzte Video ist jetzt leider vorbei, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja oder auch wenn nein, lasst mir gerne einen Kommentar da mit dem, was ich besser machen kann oder was euch besonders gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen, genauso wie über ein Like oder ein Abo. Und wenn ihr dann noch up to date bleiben wollt, findet ihr mit der Glocke die Möglichkeit, dass ihr immer informiert werdet, wenn neuer Content kommt. Ansonsten könnt ihr hier auf der linken Seite eines der beiden Videos klicken und kommt zu weiterem Content. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis denn dann. Ciao, ciao.